herzlich willkommen bei Alexis Around the Road aus Kapstadt. Wir sind in Südafrika, in dieser unglaublich wunderschönen View, in diesem wunderschönen Ort befinden wir uns hier gerade zu Alexis Around the World, 5. Ausgabe. 5. fucking Ausgabe. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht unbelievable? Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir uns gerade in Kapstadt befinden. Wir befinden uns in Kapstadt. Das ist so fucking crazy. Herzlich willkommen an jeden Einzelnen. Die Reise mache ich natürlich nicht alleine, Freunde der Sonne. Ich habe natürlich wieder unglaublich starke, tolle Gäste mit an Bord. Und zwar haben wir hier den super breiten, bekannten Löwen in unserer Crew. Hör auf, komm. Sei doch nicht so bescheiden, Mensch. Ich bin gerade der glücklichste Mensch. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Schau mal, was für Pancakes wir bekommen haben. Ja. Schau mal, wie dick die sind. Die sind echt richtig dick. Leute, nur wegen dem hat sich das schon gelohnt. Ja, nur wegen diesen Pancakes, true. Nur wegen diesen Pancakes. Mike's an. Also Freunde, ganz viel Liebe in den Chat, aber ich sehe hier schon, die Leute rasten eh hier extrem aus, weil Edis hier mit am Start ist. Also ganz viel Liebe an Edis. Dann haben wir den richtig krass am Start. Was geht, hier was den geht? Krassen Syrix. Genau, guck mal, sogar richtig, diesmal sogar richtig ausgesprochen, weil jeder sagt immer Syrix oder Syrix. Syrix. Sagen auch immer Syrix. Aber jetzt habe ich den Namen richtig gesagt, ne? Jetzt hast du richtig gesagt, wirklich. Jetzt alles richtig. Okay, ja, und hast du Bock, hier deinen ekligen Fisch da wieder zu essen? Wie heißt der nochmal? Sir Sturming Fish. Den habe ich. Gott. Das Ding ist, viele haben gesagt, ey, den kannst du. Ihr kennt safe Sir Sturming Challenge. Viele haben gesagt, den kannst du nicht zu Hause aufmachen. Und ich könnte halt draußen nicht streamen, weißt du? Und dann habe ich das einfach in meinem Setup gemacht. Einfach zu Hause. Meine Mom in der Küche dachte sich so, und ich habe den wirklich komplett weggehauen. Das war wirklich crazy. Du hast noch dieses Öl da abgeleckt, ne? Ja, jetzt nicht so abgeleckt, aber ja, schon so ein bisschen. Und dann haben wir die bezaubernde Merleperle, die Murmel mag. Merleperle mag Murmeln, merkt euch das. Sie mag Murmeln, sie liebt Murmeln. Das ist so ihr Hobby, was sie nebenbei immer so macht. Merle war schon auf der ersten Reise mit dabei in Capri. Und ich freue mich so sehr, dass Merle wieder dabei ist. Viele von euch haben sie richtig doll gefeiert in Capri. Und meinten, ey Alexis, wenn mal jemand nochmal mitkommt, dann unbedingt Merle. Süß. Und ich habe gesagt, ey, safe. Also wirklich Merle, die wird auf jeden Fall mitkommen. Und es ist jetzt soweit. Bin schön einfach in Kapstadt. Sehr geil. Was geht, Leute? Was geht? Ich hoffe, ihr erinnert euch an mich. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Ich bin Merle. Wer hat es natürlich wieder geschafft, am ersten Tag einen Sonnenbrand zu bekommen? Du. Ja, wirklich. Ja, ist komplett rot direkt. Ne? Wirklich ganz schlimm. Komplett Krebs geworden. Aber bei mir ist ja noch schlimmer gewesen. Bei mir, ich habe ja direkt meinen Koffer nicht bekommen. Also ich bin wirklich ohne Koffer, ohne alles hier. Also, es kracht. Dann habe ich jetzt auch angerufen gehabt. Die haben gesagt, ja, in einer Stunde kommt das alles an, um 9 Uhr. Aber die haben nicht gesagt, dass die noch überall in ganz Kapstadt noch andere Koffer verbringen müssen. Das heißt, das dauert noch mit dem Koffer. Yeah. Aber ja, morgen ist das safe da, hoffentlich. Nee, der wird heute noch gebracht. Spätestens für morgen. Ja. Für den Rückflug ist er wieder Rückflug ist er wieder da, ja. Freunde. Jeder von euch kennt Robben. Ihr wisst, so ein bisschen dicke Tiere. Was sind Robben? Erzähl das mal. Sind eigentlich eine Mischung aus Hunde und Wal oder so, habe ich gehört. Ehrlich? Ja, so eine Mischung aus. Ein Hund hatte mal was mit einem Wal oder so, keine Ahnung. Wir gehen in ein Restaurant, glaube ich, so habe ich es verstanden, wo Robben rumlaufen. Wo sind die Robben jetzt auf dem Die laufen da rum, die chillen und die können... Ach so, du redest, dass wir das im Restaurant gesagt haben. Nein. Nein, hä? Nein, schau mal, wir gehen... Ihr habt mich verstanden, bitte. Eins, wer mich verstanden hat. Wir gehen in ein Restaurant, wo Robben rum sind. Also die bedienen uns jetzt nicht, aber die laufen da rum. Die laufen da doch rum. Nein, ohne Witz. Bro, ich check grad gar nichts, ich schwör's dir. Jetzt Ende. Ja, yeah, Abla, komm. Das ist die beste Frau. Thank you. Hey, this is... Oh, okay. Okay, ich hab doch nichts... Ich hab mich so gefreut. Ich hab mich einfach on-stream gekurbt. Ich sag noch so, ah, danke. Die sagt so, no. Die dreht sich einfach um und geht. Ich bin einfach kurz zum Hund geworden. Hier, ich möchte nicht mehr reden. Oh mein Gott, guck mal, was angekommen ist. Ja, Mann. Yo. Gib mir gib sein T-Shirt wieder sofort. Koffer. Jetzt habe ich eigentlich meine Sachen. Ja. Oh mein Gott. Ja, jetzt kannst du dich ja umziehen in Ruhe. Das war so ein Trip jetzt wegen meinem Koffer. Ja. Ach du Heilige. Ja. Geil. Wirklich. Komm, lass uns mal die Schildkröte. Wir können ja mal suchen gehen. Bisschen also, auf hier Safari-Tour. Die haben hier eine Schildkröte, Chat, als Haustier hier im Garten. Und wir haben sie bis jetzt immer noch nicht gesehen. Die war ein einziges Mal, glaube ich, hier unten. Genau da, wo wir noch nicht da waren. Und jetzt
sind noch nicht da. Kröte. Also das wäre jetzt wirklich Jackpot, wenn wir die jetzt sehen. Wer ist würden, ja nicht ne? von euch da, Freunde? Ja, aber ich glaube, wird schwer mit Schildkröte, oder? No. Ey, das kann es sein. Boah, die, ich will die unbedingt sehen, ne? Das ist eine Afro-Schildkröte. Ich finde es halt so cool, Chad. Wir haben diesmal einfach so krass, eine Villa mit 10 Schlafzimmern. Also die ganze Crew ist hier auch vor Ort. Wir sind hier alle zusammen. Das ist so fucking cool. Wir haben allgemein hier, die Sicht ist unnormal, ne? Also hier so Villa und dahinter direkt diese Berge. Unnormal. Ja, genau, so jede Spitze ist so einer, ne? Und da oben, ich weiß gar nicht, ob die Kamera das sieht, da oben, da ist einfach so eine Gondel, die da hochfährt. Also ich glaube, da gehen wir auch sogar hoch, ne? Da gehen wir auch hin. Wir gehen auch einmal hoch zu diesem Berg-Chat, da gehen wir auf jeden Fall auch einmal hoch. Das ist wirklich unnormal. Die Aussicht ist krass, ja, das ist unbelievable, ne? Sieht aus wie Photoshop, finde ich auch. Mach mal Schattenbox. Du sollst Schattenboxen machen. Schattenboxen, ach du heiliger Digga. Guck mal, das ist doch so ein richtig guter. So. Guck mal, Edis, du hast ja, ich habe ja gehört, du hast ja gestern gesagt, du hast ja selber MMA und so hier so gemacht, oder? Irgendwas? Ja. Ja, du kannst mir ja vielleicht so Moves zeigen. Leute, ganz wichtig, wenn ihr greift. Wenn ihr greift. So. Ich werde so sterben, ne? Nein, es ist ein ganz easy Griff. Das ist der Griff. Ihr greift immer richtig. Also, das ist sehr wichtig, dass ihr immer das trainiert. Kennst du das? Ja, wenn man dieses Ding dann. Greif mal zu. Aber ich kann das richtig. Warte, du musst so greifen. So, genau. Ne, von oben. So. Genau, wenn dann so. So, um hier rauszukommen, ist auch ganz einfach, liebes Chat-Team. Schaut mal, da gibt es eine ganz einfache Taktik, nämlich die hier. Oha. Ihr greift einfach um. Also quasi greift mal. So. Wenn er umgreift, greift ihr um. Und wenn ihr diesen Arm habt, dann zieht ihr einfach an seinem Trizeps, zieht ihr her. Und somit habt ihr dann direkt eine geile Position, nämlich. Oh mein Gott, Digga. Okay. Und dann seid ihr drin. Okay, und jetzt will ich das mal selber bei dir. Genau, ist ganz einfach. Ich greife dich, ich mach den hier. Du greifst um, greifst mit dem an meinen Trizeps. So. Genau, und dann ziehst du. Warte, du ziehst meinen Arm. Yeah. Dahin sozusagen. Du schmeißt ihn da hoch. Da hoch. Nein. So wie. Du lässt den, du ziehst mit dem da rüber. Also, so. Genau, und jetzt greifst du um. So. Aha, habt ihr gesehen? Aha, ja, okay. Dann guck mal einfach da, das ist ein Vulkan, ne? Ein unausgebrochener Vulkan. Ja, glaub schon. Und ich weiß gar nicht. Weil ich finde das krass, dass da die Wolken, sind da so umrum. Das sieht unnormal aus. Und hier haben wir auch unser Alexis Around the World Klassenfahrzeug. Also das ist wirklich Premium. Schaut euch das mal an, wo ich damit abgeholt wurde. Und das Problem ist, ich bin hier eingestiegen, ich gehe hier so hin, mach so Fotos und ich will hier reingehen. Und der Fahrer guckt mich so an, der denkt so, was machst du da? Und ich sehe auch, mein Lenkrad ist einfach hier. Das ist einfach hier, weil das ist andersrum. Das ist ganz komisch. Aber ich finde, das Mobil hat auch nochmal die Vibes. Das ist so voll wie so Klassenfahrt, als wir jetzt so eine Gruppenreise machen. Safe. Ey, die sehen so edel aus, wenn die aus dem Wasser kommen. Die da hinten auch. Guck mal, wie cool die da richtig. Ja. Die gucken immer so ein bisschen nach oben, ne? Ja. Ey, ich finde die so süß. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber die leben hier so auf normal. Aber die machen anscheinend auch nichts. So, die sind gerade, das ist gerade ein Wilder, so ein wilder Robber, oder nicht? Hä? Die oder gehörten die dir? Keine Ahnung. Oh, hinter uns! Oh mein Gott. Ey, was ist, wenn ihr uns gleich... Der schielt mich richtig an. Das ist low. Bre, oh mein Gott. Bre macht Selfie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh ey, der kommt zu mir. Hilfe. Boah, davon muss ich aber auch ein Foto machen. Wait. Oh. Eine Roboter, guck mal, der ist. Oh, der ist der. Oh, die kämpfen. Alter, kämpft zu mir. Oh, der, guck mal, der liegt da. Schön am Schlafen. Der ist richtig am Enjoyen. Der chillt gerade so sein Leben. Ey, der Mann mit diesem Hemd, der ist. Der ist aber penetrant, denke ich. Ja, ne? Kennt ihr diesen NPC, der irgendwie in eurer Nähe ist? Und das ist irgendwie er, ich weiß nicht, nichts gegen ihn, aber irgendwie ist er die ganze Zeit neben uns. Egal, wo ich bin, der steht neben uns. Fünf Stunden taucht er wieder random neben uns auf. Dieser Mann. Was ist der nicht von unserem Team? Hey, ich dachte, der gehört die ganze Zeit zu uns. Der ist gerade so lebend, also der, wirklich, also wie krass willst du dein Leben genießen? Der genießt sein Leben gerade so heftig, ne? What's his hobbies? Hobbies? Ja, aber Hobbies hat die Hobby. Eating and sleeping. Ja, vielleicht eat. Siehst du, er hat Hobbies. Eat. Hobby is eat, sleep. His hobby is eat, sleep.
smoking weed in in wrestling, watching wrestling. Wrestling? Yeah, like this other Stil. Ist habt ihr gehört, seine Hobbys? Er isst, schläft, liebt es, Weed zu rauchen und Wrestling. Okay, außer die beiden Punkte wäre das eigentlich ein richtiger Gigant. Essen und schlafen den ganzen Tag allein. Yeah. Alexis around the world. Fringe. Geil, wir sind Delta 1. Cool. Wie gefällt euch der Stream bis jetzt, ja. Chat? Wie gefällt er euch von 1 bis 10? Ihr wisst, ich frage das gerne. Wie findet ihr die Tour? Wie findet ihr das ganze Organisierte, das Team, die Leute? Ich muss wirklich irgendwann später einmal schreien, Wakanda forever. Wirklich, einmal so richtig. Boah, stark. Bist du Wakanda? Ja, Mann. Bist du Marvel? Ja, Mann, Digga. Ich hör's, ich dachte, ich gehe nach Afrika, Wakanda. Ich komme hier hin, Digga. Ja. Das war auch der Leak. Ich hab gesagt, Chat, ich bin ehrlich. Guckt euch das mal an, kommt mal her. Guckt mal, die chillen hier einfach, die Seerobben chillen hier einfach, wow. Die sind da einfach. Ey, das sind so Babys, das sind Babys. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, da ist was. Das ist ein Wal gewesen. Da ist ein Wal? Da ist ein Wal gewesen. Oh mein Gott. Da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Hab ihn jetzt auch gesehen. Da. Boah, bitte jumpt der einmal so aus dem Wasser raus. Es sind drei Wale, ist drei besser? Wale. It's not better if we drive a little bit left. Ey, seht ihr die? Ja. Wir sind immer näher dran. Oh mein Gott. Siehst du das? Stellt euch vor, die kommen gleich unter unser Boot und wir sinken einfach. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, Chat! Digga, was passiert? Oh mein Gott. Ja, der chillt gerade genau über der Wasserfläche. Oh mein Gott. Also der chillt da gerade einfach. Seine Schwanzflosse, sein Rücken, da wo Wasser rauskommt, das sind zwei. Stopp. That's two? Two, yeah. Es sind zwei. Wo ist Baby? Baby ist ein Kopf. Chat. Chat. Oh mein Gott. Ist das, ich bin gerade sprachlos. Oh mein Gott. Chat, seht ihr das? Was? Oh mein Gott. Das ist gerade Mutter und Kind. Ey, Bano, film das auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich muss das einmal auch mit dem Handy. Was passiert hier? Oh mein Gott. Ich habe viele gesehen, die so Streams gemacht haben und versucht haben, Wale aufzunehmen, aber wir haben jetzt gerade wirklich vor uns genau, die chillen da einfach. IRL-Reise mit Walen. Chat, seht ihr das? Guck mal, da sind Wale. Da sind Wale. Da, er ist richtig rausgekommen gerade. Oh mein Gott. Einfach Wale. Ich kann es einfach gerade nicht glauben. It's stinking. Stinky. Aber hier sehen wir die ganzen Robben jetzt. Ach krass. Boah, hier smells. Oh, einfach nicht atmen. Was ist das, wo geht das Wasser da so durch? Ja, da siehst du jetzt. Guck mal, das ist ein ganzes Ziel. Das ist einfach. Ey, das sind alles Seerobben. Oh mein Gott. Alter. Das sind alles Robben da, ne? Okay, können wir hier stehen bleiben gleich, wenn wir ganz nah sind? Das sind gerade alles Robben, ey. So close. Das ist deren Insel. Wir sind gerade auf Sea Island und das sind wirklich hier alles Robben. Das ist deren Insel, die wohnen hier alle. Do you think we can einladen a Seerob to our boat? Also die haben ja so ein schönes Leben. Ja. Und wisst ihr was, ich finde sowas so schön. Alles so viel besser als irgendein Zoo oder so. Ja, weil da siehst du die Tiere wirklich in freier Natur. Ja. Muss nicht in den Zoo reingehen, um die Robben da zu sehen. Ja. Guck mal, wie der eine einfach über die anderen rüberläuft. Ja. Das fette, riesige, also das, was so aussieht wie ein Stein. Das ist einfach so ein Riesending. Das ist eine Robbe. Hä, aber wem gehört die? Also nee, nicht wem gehört die, aber was macht die da genau? Das ist der Boss, das ist wirklich. Ist das ein Big Boss? It's a different species from the southern Atlantic Ocean. Ach so. Elefantenseerobbe. Elefantenrobbe. Elefantenseerobbe. Elefantenseerobbe. Wow. Und was macht der hier? Hat der auch... Bis zu 4000. Ey, das ist krass. Sehen wir jetzt die Big Robbe da? Seht ihr die Chat? Oh, wie cool. Die checken uns aus gerade. Die ist ja echt sweet. Oh mein Gott. Ja, also ich hätte kein Problem, wenn ich hier drauf kommt. Ne? Ich habe ja echt wenig extra geschlafen. Ich war so müde gegen Abend. Du? Bin eingepennt, komplett durch, komplett. Fernseher, kein Netflix oder so, ne? Ich habe gearbeitet. Nein, ich habe irgendeine afrikanische Serie. Ich geil. Safari-Doku. So aber der macht so, ey, what the fuck? Ich weiß, der afrikanische Doku. Geil, Lad. Wie lange habt ihr den Weihnachtsmann geglaubt? Schon lange. Ich habe auch sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Sehr, sehr lange. Ich habe auch mal Weihnachtsmann und Coca-Cola. Ich habe ihn so
sogar einmal, als kleines Kind habe ich ihm sogar wirklich so Plätzchen und Milch vor die Tür gestellt und die waren am nächsten Tag weg. Ja. Und meine Mama hat das halt gemacht. Ja. Ne? Deine Mama hat so schön die Plätzchen gegönnt, ne? Die hat auch safe die gesagt, so ja Mann, die sind gut für den Weihnachtsmann, weil sie selber mochte. Zahnfee auch fake. Boah, Zahnfee habe ich mal eine Falle gestellt im Zimmer. Oh, Zahnfee. Ja, ohne Witz. Zahnfee habe ich auch lange. Oh, ich wollte wissen, weißt du, ob es stimmt oder nicht. Da habe ich so eine Falle gestellt, meine Mutter wäre fast runtergefallen. Was? Dann wusste ich, okay, Zahnfee gibt's nicht. Oh mein Gott. Gott, seht ihr das? Aus. Sieht aus wie ein Hai, aber ein was? Hä, das sieht eigenartig aus. Bist du 2 Tonnen? Das sieht aus wie eine Schildkröte. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie ein Mix aus einer Schildkröte und einem Hai. It's maybe a turtle. It's maybe a turtle. Weil es sieht aus wie ein Turtle. Maxim, wir fahren jetzt an einer Banner, just confirm. Kannst du... Ja, geil. Wir machen jetzt einmal Speed. Haltet euch alle fest. Festhalten. Speed. Wir machen einmal richtig schnell fahren. Let's go. Nein, dann zur Drohne gucken. Einmal Vollgas. Oh mein Gott. Geil. Die Drohne uns hinterher. Ja, Full Speed. Geil. Alter, wie schnell. Oh mein Gott, die Flasche. Wow. Digga! Ey, das ist so toll, dass man das aber auch in den Live so überträgt, von Kamera, jetzt einfach so in Live. Ey, das ist ganz so cool. Endgegner gerade. Wow. Aber warte, es gibt 2 Aufnahmen, die und Drohne. Also sehen wir uns auch hier? Ja, die andere nimmt auch auf. Geil. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist kalt, ne? Boah, ey, das ist so geil! Oh mein Gott, okay. Digga. Yeah. Wow. Ey, ist das geil. Wow. Unnormal, das war gerade crazy, ne? Das war geil, das haben wir gebraucht. Die Drohne ist die verloren gegangen. Ey, so was nice. Jetzt, was jetzt? Sonne tut so gut, ne? Das ist wirklich geil, Mann. Mir tut die Sonne gut, verstehst du das? Sagst du, brauchen wir wieder zurückkommen? Braun wieder zurückkommen. Impossible Mission für mich. Sag ich euch, wie es ist. Werd nicht umsonst immer Flashbang von den Leuten genannt. Flashbang, ey. Na, ich finde, das geht sogar noch weißer. Ja, diesmal bin ich auch angezogen. Muss auch mal wieder ein bisschen Farbe tanken. Ja, Mann, Farbe richtig tanken. Was ist los? Das sagst du neben mir, das ist respektlos. Kleine Roomtour bei Cyrix. Welcome to my crib. Das ist mein Boot. Edis hat das selber hier hingetragen. Der hat das hier rübergebracht. Edis, du musst gleich mal dazukommen. Schiffskapitän. Warte mal, es gibt 2 Lenkräder. Okay. Also von hier kann man anscheinend auch nochmal fahren. Wirklich sehr, sehr geil. Also mit Gang, die Stars, alles. Wirklich stabiles Lenkrad. Unten ist Küche. Bisschen was zu essen, bisschen was zu trinken. Eiswürfel, wir haben hier alles. Ein paar Bierchen. Bisschen Eiswürfel, Wasser. Was hat man hier noch, ey? Keine Ahnung, kann man sich ja was Geiles, Leckeres zu essen machen. Hinten auch nochmal ein bisschen Stauraum, dies, das. Dann haben wir da hinten, glaube ich, das Klo. Das muss ich auch ehrlich gesagt gleich einmal direkt benutzen. Hier geht es nochmal rein. Hier ist nochmal Schlafzimmer Nummer 1. Schlafzimmer Nummer 1. So, ich denke mal, die anderen Räume müssten genauso sein. Ne? Also hier haben wir ein Schlafzimmer. Ich sag's euch, also hier schlafen. Das fasse ich lieber nicht an. Hier schlafen wäre schon geil. Das ist unser Boot hier. Das war's. Chat, eine wichtige Frage: Messi oder Ronaldo? Kennst du dich mit Fußball aus? Ja. Okay. Was spielt Messi für eine Posi? Der ist Stürmer. Okay, und was stimmt das? Spielt Messi für Ronaldo für eine Posi? Der ist Schiedsrichter. Ich hab dich vom Boden. Nee, der Ronaldo ist Abwehr. Das ist doch ein Big Cap, oder? Das Problem ist, ich habe selber keine Ahnung. Deswegen glaubst du, es wird hier so gut. Friend, die hat mir gerade in die Augen geguckt. Da. Oh mein Gott, ist das süß. Alter, die Robbe, denkst du schon, was schauen die mich so an, die Penner? Ey, die guckt uns ja auch so intensiv an, ne? Denk bestimmt, geht zurück nach Deutschland, was wollt ihr hier landen? Zero, what's up? Ey, der ist ja so süß. Thank you. You are so nice, thank you. Yeah. It was
You make very good show for us. We are, yeah. Oh mein Gott. Alter, was eine Sicht. Oh mein Gott. What a view! Alter, diese Sicht ist ja unnormal. Alexis around the world. This is from Alexis Cape Town. Around the world. Around the world. Around the world. Wow. Alter, Alter. Bro, guck mal, das ist halt, das Gesamtbild ist halt krass, ne? Berge, City, Meer, Mond, einfach der Mond, da. Der Mond, ja. Nebel. Wow. Und Berge. Digga, ist das krank. Guckt euch das mal an. What? Ah, ah. Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war aber das peinlich. Er redet mit dem hinter mir und ich so, was? Also nein, ich rede nicht mit dir. Oh mein Gott. Bro. Wir müssen eigentlich dahin. Guck mal, lass uns da zum Strand. Das sieht so geil aus. Das sieht richtig geil aus. Ich schwör, das sieht... Das ist... Wow. Oder schau dir mal den Mond an, Edis. Guck mal. Ja, Mann. Ja. Schau mal, die Leute. Ja, das ist krass. Ey, findet ihr nicht, das sieht so ein bisschen so... Einfach, schau mal, die bleiben einfach stehen. Ja, die bleiben einfach stehen, ja. Ey, weißt du, was die machen? Die spielen Drop. Wie Drop? Die spielen Drop. Ach so. Ja. Ich kenne das Spiel nicht. Deswegen. Ich zeige es dir später. Wir spielen Drop. Ja, aber ich weiß nicht, wie das aussieht. Chat, mal Ausrufezeichen Drop. Mal gucken, wer wann landet von euch. Ich sage, der Rote fällt als erstes. Stopp. Geil. Very good, man. Claps in den Chat. Very nice. Clap in den Chat. Ja, das ist übel anstrengend mit dem Wind, das gegenzuhalten. Das jetzt, ne? Weißt du, was ich mich frage? Also jetzt im Ernst. Meint ihr, Abu Goku könnte das fliegen? Aber ich sag's dir, der Wind kann so tragen. Nein, weil im Ernst, nein, ist nicht böse, weil er darf ja nicht reiten. Das ist hier wirklich so. Er darf nicht reiten, nee. Einer hat, Abu hatte mal einen TikTok hochgeladen, wo er sagt, ich kann nicht auf Pferde reiten. Und dann wurde das gemeldet wegen Tierquälerei. Der Stream? Nein, das TikTok wurde gemeldet wegen Tierquälerei. Aber dann wurde es wieder freigeschaltet. Grüße gehen raus an Abu, Wallah. Das ist bester Mann. Bester Mann, no fraud. Ey, Nia brennt. Wie? Nia brennt. Was ist Nia? NIA, wie brennt? Ja. NA brennt, ja. Die brennt. Die brennt was einfach. Was ist los? Die Nia brennt. Nia brennt. NIA brennt, du. Den NIA brennt. Wie? Ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Ist es ein RP? Ja, das ist ein RP. Die wird sogar aufgelöst, habe ich gehört, Alter. Die wird sogar aufgelöst. Alex, du bist so eine schlechte Schauspielerin. Was? Du bist so schlecht. Ich habe bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Hast du ehrlich? Echt? Ja, ich habe bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt. Jetzt ehrlich? Ja, Merle, sei doch mal ernst. Normal, so. Nimm mal das Mike hier. Ich bin jetzt mal ernst. So. Ja, ich kann eh nichts sagen dazu. Ich soll nur schockiert gucken. Merle. Was? Merle. Ja? Ich stalke gerade und ich erfahre, Matt, mit dem du was hattest. Merle, Matt, mit dem du was hattest. Ich habe gestalkt für dich. Ich habe herausgefunden, der hat eine Frau. Digga, was? Der Safari-Job? Er hat eine Frau, Merle. Und das Schlimme ist, er hat sogar noch 3 Kinder. Und weißt du was, Merle? Du hattest was mit ihm. Digga, das wird jetzt hier geklippt, Junge. Kannst du das ganz schnell mal klarstellen? Heute war erst der Anfang. Wir haben schon sehr episch angefangen, aber es wird noch epischer. Really, 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 really. Ja, okay, ich küsse eure Herzen. Ganz viel Liebe in den Chat, ganz viel Liebe an euch. Und wir sehen uns morgen pünktlich um 12 Uhr.